Hey Leute, im letzten Part ist Necrozma erschienen, hat ordentlich aufgemuckt und sich direkt mal das legendäre Solgaleo einverleibt. Ja, und auch jetzt geht's weiter mit Szenen, die es in Sonne und Mond nicht gab. Wir sollen in die Ultradimension reisen und wie genau, das schauen wir uns jetzt zusammen an. Bromley und Samantha sind auch wieder hier. Oh, zeig dem Ding, was ein Hake ist und mach es fertig! Wir haben Necrozma als Solgaleo-Form schon besiegt, ne? By the way. Wer hätte gedacht, dass es Lillys Freund sein würde, der gegen Necrozma antritt? Ich hab ihn doch schon platt gemacht. Ich bitte dich, versuche Necrozma zu retten, Let's Play Markus. Und natürlich auch Wölkchen. Dein Wölkchen ist so eine Art Löwe geworden, by the way. Tja, ihr beiden. Wir teilen unsere Pokémon miteinander. Möchtest du auf Lunala das weiße Warploch ansteuern? Okay. Ihr habt einen Lunala einfach mal so mit dabei. Warum nicht, ne? Wir zählen auf dich, Lunala. Da ist es! Sehen wir innerhalb kürzester Zeit beide Cover-Pokémon der 7. Gen. Wie ich schon angezogen bin. Ja, gut. Das erklärt so manches. Wenn es diesen Anzug braucht. Hat natürlich direkt einen in meiner Größe da. Durchquere beim Ultra-Warp auf Lunala die Ultra-Pforte. Bis zu den Warp-Löchern, die in andere Welten führen. Lunalas Flug steuerst du mit den Bewegungssensoren deines Systems. Was? Muss das? Okay. Neige das System in die gewünschte Richtung, um dich dorthin zu bewegen. Funktioniert die Steuerung mit dem Bewegungssensor nicht mehr richtig, halte das System gerade und drücke den A-Knopf. Lunala benötigt Energie, um die Ultrapforte zu durchqueren. Sammle Energiekugeln ein, um schneller zu werden und eine größere Distanz zurückzulegen. Berührst du Elektrokugeln, wirst du jedoch langsamer. Diese großen Löcher sind Warp-Löcher. Gerätst du in ihre Nähe, wirst du hineingezogen. Ist doch der Sinn, oder? In welche andere Welt du geworbt bist, hängt von der Farbe des Warplochs ab. Warplöcher werden entsprechend ihrer Seltenheit mit 4 Auffälligkeitsstufen unterteilt. Je mehr, desto besser, nehme ich an, ja? Vielleicht führen weit entfernte auffällige Warplöcher ja zu seltenen Pokémon. Ah, I get it so langsam, ne? Diese ganzen legendären Pokémon aus allen anderen Generationen, denen kann man so begegnen? Sammle fleißig Energiekugeln ein, damit du zu weit entfernten Warp-Löchern gelangst. Ihr führt mich noch ein bisschen an der Hand, ja? Ich meine, dieses Lunala ist mir jetzt auch... Wir sind noch nicht per Du, sag ich mal so. Interesting, ach du Schande. Mit Neigen des... Das funktioniert ja mal so... Gar nicht. Drück mal den A-Knopf, um zu kalibrieren. Besser. Oh mein Gott. Das Problem ist halt auch, mein 3D ist halt voll verkabelt. Capture und... Was ist das? Das war ein Warploch, aber kein besonders tolles oder was. Du bist in einer 764 Lichtjahre entfernten Welt angekommen. Necrozma scheint sich nicht in dieser Welt aufzuhalten. Ultradimension Zero. Oh, so richtige Lavandia creepy Mucke. Ja, dann gibt's hier auch kein besonderes Pokémon, oder? Möchte ich mal sagen, ein Militales. Gott, also wenn das wirklich verlangt ist, um alle Pokémon, diese ganzen Legis zu finden, Legis zu finden, dann kann ich verstehen, was ihr in den Kommentaren meintet. Allein zu koordinieren, in welches Warploch man muss, um an einem Mewtwo ranzukommen oder an einen, ja, was weiß ich, ne? Oder an gewisse Ultra-Bestien oder an so ein Lugia. Kein Peil. Das kriege ich ja niemals koordiniert. Allein wie ich Necrozma jetzt finden soll. Ja, und das war's, oder wie?
Ja, los. Ich muss das weiße Warploch ansteuern. Ich muss jetzt wirklich mal... Nochmal Tutorial, oder was? Ich muss jetzt direkt mal kalibrieren auf A. Und dann mein Bestes geben. Auch wenn ich mein 3DS sehr schnell bewege, bewegt sich Lunala doch nur ganz langsam fort. Aber es wird besser. Es bewegt sich so langsam fort, dass man gar nicht alles bekommen kann. Also weiß. Ich muss kalibrieren. Ich raste noch irgendwo hier rein. Das, war das weiß? Hellblau war das. Grün. Ah, geh doch runter! Er geht nicht runter! Ja, hier ist kein Necrozma, ich weiß. 1141 Lichtjahre entfernt. Ja, was du nicht sagst. Alter, wenn du wirklich den Pokédex vervollständigen willst und die ganzen Pokémon sind irgendwie so anzutreffen. Ich treffe ja nicht mal irgendwelche Ultra-Bestien oder Legendären, irgend so ein Schrott. Ich hasse Bewegungssteuerung über alles. Manche werden sagen, du faule Sau, beweg dich mal. Ja, dann gehe ich raus und beweg mich. Wenn ich Videogames zocke, ich will eine präzise Steuerung. Würde das wirklich genau präzise ablaufen? Kein Ding. Aber nicht umsonst haben wir Knöpfe. Und könnte ich Lunala dort einfach steuern mit dem Steuerkreuz? Ja. Dann, oder mit dem Schiebepad von mir aus. Ein Control-Stick funktioniert ja auch hervorragend, weißt du? Dann sage ich da nichts. Alles coolio. Aber so Bewegungssteuerung-Kram. Da rollen sich mir die Fußnägel hoch. Ja, die Energiekugeln, wozu? Ja, haben sie erklärt. Dann tauchen erst die Löcher auf. Also ich soll ein weißes Warploch. Das eine sah ja so ein bisschen weiß aus, bevor ich in irgendein grünes oder blaues reinrase. Es ist definitiv blau, das kann doch nicht weiß sein. Kalibrieren. Ach, und dann macht er auch direkt in die Mitte, wenn ich A drücke. Das? Ein bisschen grünlich, aber ich bin mir nicht sicher. Ja, das scheint es zu sein. Die Dimension, in die ich rein soll. Trotzdem finde ich das affig. Ultra Metropolis. Das habe ich schon gesehen in Trailern und auch als Artwork. Wenn ich mir was für Thumbnails raussuche in den Ultra Sonnemond Ordnern von Nintendo. Ach, das sind die anderen, die es in Ultra-Mond gäbe. Willkommen, Bewohner der Alola-Region. Ich heiße Mirin und bin ein Mitglied des Ultra-Forschungsteams. Seit Necrozma aus Alola zurückgekehrt ist, ruht es oben an der Spitze des Metropo-Towers. Alle haben sich in ihren Häusern in Sicherheit gebracht, da sie fürchten, Necrozma könne genau wie bei der Ankunft Samanthas erneut seinen Zorn freien Lauf lassen. So sehen die Alolaner also aus. Ich würde dich zu gern einer wissenschaftlichen Untersuchung unterziehen, aber nicht jetzt. Mein Name ist Sionir. Ich bin der Kommandant des Ultraforschungsteams. Necrozma hat seine ursprüngliche Kraft zurückerlangt, indem es das Licht geraubt hat. Doch es kann es nicht kontrollieren, da es einen Teil seines Körpers verloren hat. In seinem jetzigen Zustand ist ihm das Licht eine Bürde. Mit den Mitteln der Wissenschaft ist es uns gelungen, Necrozma zu besänftigen. Die Mittel der Wissenschaft ermöglichten uns auch, unsere Welt etwas zu erhellen. Doch zu lange waren Necrozma und leider auch wir selbst dazu gezwungen, ein Leben absoluter Finsternis zu führen. Ich flehe dich an, bitte halte Necrozma auf! Du findest es dort hinten im Metropo-Tower. Ultra Metropolis, hier sieht alles vollkommen anders aus. Aber echt, aber warum ist irgendwie in der Ultra
Dimensionspforte so einen riesen Aufstand. Ich sag mal nahezu menschliche Gebäude und... Das ist mir alles noch ein bisschen fremd. Oder unerklärt. Du gehst also. Unsere Ultrametropolis war einst eine von Licht erfüllte Welt. Necrozma, von dem alle nur ehrfürchtig als seine Lumineszenz sprachen, teilte seine Energie mit uns. Und nicht nur mit uns. Über die Ultrapforten wurde dieser Segen auch dem weit entfernten Alola zuteil. Doch durch die Gier unserer Vorfahren kam Necrozma ein Teil seines Körpers abhanden, was es in Raserei versetzte. Wir bitten dich daher inständig, ihm zu helfen. Bitte. Oh Mann, wie soll ich das bloß anstellen? Da schicken die echt so einen kleinen Lümmel wie mich vor. Ich hab ihn ja schon besiegt. Was kann denn jetzt noch eigentlich kommen? Was kann das noch toppen? Finden wir es raus. Jetzt, hier, sofort und heute. Ich find's schon ein bisschen spannend. Vor allen Dingen mal was anderes, ne? 60 Parts, fast dasselbe. Fand ich jetzt schon ein bisschen grenzwertig, aber alles für diesen Moment. Unter anderem. Hier ist nichts weiter. Herrscher-Sticker? Nein, ist eine ganz andere Dimension. Hey! Na? Ich soll helfen! Alter, dir wächst was aus der Stirn! Ach, das Ding vom Titelbildschirm. Oh no, was geht ab? Er hat sich nochmal irgendwie weiterentwickelt. Da würde mich auch interessieren, ob diese Form es wahrscheinlich auch annehmen würde, wenn wir Ultramond spielen. Und naja, es hat halt Ähnlichkeiten auch mit Lunala, wegen den Flügeln vor allen Dingen. Necrozma, prüf dich eingehend. Es möchte kämpfen. Pokémon geheilt? Das wäre praktisch. Pokémon geheilt. Ja, da werde ich jetzt Grandiras nicht vor die Hunde schicken. Was machen wir denn am besten? Erstmal paralysieren, Togedemaru, bitte. Hast dich im letzten Part ja ganz gut bewiesen, aber er kennt dich schon. Na, ich bin gespannt. Keine Ahnung, was der für ein Typ hat, was er vorhat. Nee. Krass. Mwah. Necrozma erscheint. Eine besondere Aura. Steigert seine Statuswerte. Also irgendwie haben sie natürlich episch aufgemacht. Interessanter Soundtrack und so. Aber ich kann dem nicht ganz folgen. Warum hat er sich nochmal verwandelt? Was will er eigentlich bezwecken? Er will beruhigt werden. Ihm geht's nicht gut. Okay. Eine missverstandene Seele. Okay, krassere Init. Togedemaru hat's überlebt. Es war nicht sehr effektiv, vor allen Dingen. Gut, Paralyse. Gottes Willen. Das wird nicht viel sein, aber... Hau noch mal raus, was du raushauen kannst. Achso, Elektro ist nicht gut. Hm. Probier's mit Gyroball. Was? Er durfte vorher angreifen, obwohl er paralysiert ist? Boah, das müssen wir Init-Unterschiede sein. Na gut, na gut, na gut. Schweben tut er auch noch. Kein guter Vorbote für Pampros. Vielleicht sollte Grandiras es trotzdem probieren. Ich weiß nicht, er sieht ein bisschen drachenmäßig aus. Drache auf Drache, ihr wisst Bescheid. Das würde ich gerne mal ausprobieren, also komm schon. Ich habe ja kaum Anhaltspunkte. Drachenklaue. Sehr gut. Aber dass der trotzdem zuerst angreift, das macht mich ein bisschen nervös. Na, siehst du, sehr effektiv. Nee, Schuppenrasseln, komm. Na, okay. Da geht mein Drache zuerst down. What the F? Außerdem hätte ich vorher speichern sollen.
Primarene möchte ich mir dann doch noch aufheben, ehrlich gesagt. Boah, der ist hart, der ist richtig übel drauf, der Boy. Schnabelkanone greifen. Jawohl, ich kann ihn ja nicht verbrennen, er ist paralysiert. Ja, da bringt die Paralyse herzlich wenig. Gut, ein paar Mal durfte ich jetzt angreifen, wo er nicht angegriffen hat. Was soll ich denn machen? Ich kann eigentlich nichts mehr tun. Erbeben wird nicht funktionieren, oder? Das bringt's jetzt auch nicht. Ja, ganz genau, das habe ich mir schon gedacht. Okay, da haben wir ein bisschen Luck. Das ist doch nicht, das kann doch kein Rezept sein. Und ich kann mir trotzdem schwer vorstellen, dass das gescriptet ist, dass man besiegt wird an der Stelle. Der Amphira, Ränkeschmied raushauen. Ich sag mal so, Primarene wird nicht... Ach so, Feuer ist ja auch... Oh Gottes Willen. Warte mal, Unlicht auf Drache? Normal effektiv. Was kann... Ach, ich hab nicht mitgedacht. Ist ja überhaupt kein Angriff. Sorry. Aber Käfer auf Drache war doch... Käfer auf Unlicht war. Ach Mensch, aber Feuer auf jeden Fall nicht. Egal. Z-Attacke kann ich nicht anders mehr benutzen. Und so greife ich wenigstens mal safe an. Ja, aber da habe ich jetzt keine Hoffnung mehr. Klar, Primarene kann auch mit Eis ein bisschen was versuchen. Ich glaube, wenn ich nochmal angreifen darf, würde ich dann doch eher mit Tukanon und Schnabelkanone beginnen. Dass der Typ verbrannt ist. Tja. Wir haben ihm die Hälfte abgezogen. Dem sein Protonenkram ist ja der Burner des Jahres. Unser Starter, die letzte Hoffnung. Na, noch was schauen. Aber Fee ist auch auf Drache, ne? Ganz kurz, L und A, was ist denn nochmal stärker gewesen? Das ist ja gar nichts. Senkt aber die Init. Das wäre schon ziemlich heiß. In der Hoffnung, dass es die Init senkt, komm. Aber ich habe eh keine Chance. Ich habe keine Chance. Wow. Ich wurde richtig durchgenudelt. Wow, heftig. Was? Zum Teufel. Ja, geil. Und jetzt bin ich im Pokémon Center? Was? Vor allen Dingen in Alola ist es ganz, ganz dunkel. Heftig. Wisst ihr, was ich machen werde? Ich werde ganz einfach den 3DS neu starten und kann dann an der Stelle, wo ich den Part begonnen habe, auch das hier wieder beginnen. Wir sehen uns, wenn ich erneut gegen dieses Monster kämpfe. Bis gleich. Mach hier mal keinen Dicken! Das ist meine Revanche. Ich bezweifle, dass es klappt mit Tukanon, aber ich kann es ja probieren, ihn, ja, verbrennen zu wollen. Ich glaube, der greift nämlich gar nicht physisch an, ne? Gewehrenkraft, tja. So viel dazu! Spitzenmäßige Taktik! Dann nehmen wir wieder Plan A. Das eben war Plan B, hat ja super funktioniert. Okay, paralysier ihn, komm.
kannst du überleben, ne? Du bist der Einzige, der das überlebt. Vielleicht sollte ich ein bisschen auf Tokidemaru setzen. Wir probieren das mal. Wir greifen mit Käfer an. Das Einzige, was ja auf ihn effektiv ist. Wo haben wir denn... Übertrank reicht das eigentlich? 120. Lass ich zählen. Ausgerechnet jetzt sparsam zu sein, ne? Aber das macht dann am Ende wahrscheinlich auch keinen Unterschied mehr. Er kann nicht mehr angreifen. So. Das ist vielleicht auch eine Taktik. Einfach immer Nadelrakete draufhämmern. Ansonsten würde ich doch mal sehr gerne versuchen, Primarine ein X-Abwehr-Spezial zu verpassen, weil da greift er immer nur Spezial an. Weil Primarine sonst auch das einzige Pokémon ist, das dem irgendwie gefährlich werden kann. Mit Mondgewalt. Ich habe ihn krass unterschätzt, das muss ich mal sagen. Ich dachte mir schon, dass er jetzt ein bisschen stärker ist als beim letzten Kampf, aber ich kann mir vorstellen, hier sind viele erstmal auf die Nase gefallen. Oh, seine Attacke geht daneben. Ist ja Spitzenklasse hier. Vor allem, wenn der ein Volltreffer landet, ist natürlich auch vorbei. Mit Tokidemaru. Das ist halt auch übelst ungerecht, weil der heilt sich nicht. Dieses Hin und Her mit dem Heilen, das gefällt mir eigentlich überhaupt nicht. Wir müssen quasi drauf hoffen, dass er nicht trifft oder die Paralyse wirkt. Das ist eigentlich kein Rezept. Und ich werde jetzt auch die nächste Runde nicht mehr heilen. Was war das? Schmalhorn? Eisenstachel. Jawohl, er kann doch physisch. Das ist aber nicht eingesetzt. Das Problem, wenn er das andere jetzt wieder einsetzt. Geht's Tokidemaru. Ja, ich habe gesagt, ich werde nicht heilen, aber... war ja irgendwie mal was anderes zu erkennen. Das hat mich gerade ein bisschen persönlich bestimmt. Hat der vielleicht keine AP mehr? Ich probiere es, aber der wird mich jetzt killen, ne? Immer Tokidemaru. Ich glaube, du hast einen Freund gefunden, oder? Drachenpuls. Ja, nee, ist klar. Schade. Aber sehr gute Arbeit, mein Kleiner. Wenn es hart auf hart kommt, werde ich vielleicht zusehen, Tokidemaru nochmal ins Spiel zu holen. Weil der hat Chancen. Im Gegensatz zu den meisten anderen hat er Chancen. So, ich mache es nicht gerne. X-Abwehr, der greift ja meistens wirklich spezial an. Deswegen mal stehen hier. Ich habe nur eine X-Spezialverteidigung. Ob das ausreichen wird... Er kann die krasse Attacke nicht mehr. Na dann, Mondgewalt und Paralyse. Schön, dass es auch mal wieder irgendwie mit dabei ist. Gut, im letzten Kampf öfters. Hier nicht so. Finish him! Kriegst du hin. Deswegen hat er jetzt auch physisch angegriffen, dann mein X... Spezialangriff dann nicht mehr wirkt. Aber das war das krasse Necrozma. Respekt, hat mich positiv überrascht hier. Eine richtig krasse Herausforderung. Läuft. Lololololol. Tja, alles wieder in Butter, was?